So. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Vesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. So, fängt es halt hier jetzt an. Muss jetzt erst einmal sozusagen die Steuerung lernen. Werden das aber so ziemlich überspringen. Ich zeige jetzt ein bisschen hier mit den. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Na, da ist der Schlüssel. Da geht's runter. Ich werde das Tutorial, wenn ich also soweit es geht, halt überspringen. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht?
Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an mir. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Glaub mir, du solltest Wesemir nicht warten lassen. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Überspringen wieder. Legen wir mit dem Freistiltraining los. Wozu nochmal die Grundlagen durchkauen? Ha! Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine.
Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Alles klar? Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben?
zwei, drei Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Durchziehen, folgen ihnen in den paar Tagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Tja. Genau. Und jetzt, bevor wir weiterziehen, speichern wir ab. Und so. Sehen uns in der nächsten Folge.